Nun hat der Winter auch den Norden des Landes erreicht. Dichter Schneefall sorgte auf den Straßen in Schleswig-Holstein für Chaos. Auf der A23 bei Lägerdorf im Kreis Steinburg verunfallte gegen 4.30 Uhr am Morgen ein Kleintransporter. Der Fahrer hatte bei Schneefall auf der glatten Fahrbahn die Kontrolle über den Mercedes-Sprinter verloren und war ins Schleudern geraten, woraufhin der Transporter umkippte. Wir sind hier auf die Autobahn gerufen worden, heute Morgen um 4.24 Uhr mit dem Stichwort BAB Notfall. Hier ist ein Transporter in den Straßengraben gerutscht. Was wir jetzt feststellen konnten, die Person oder der Fahrer ist jetzt leicht verletzt bereits mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht worden. Und wir konnten kleine Aufräumarbeiten, vorsichtshalber die Batterie abklemmen und können jetzt wieder hoffentlich ins warme Bett zurück. Ein ähnliches Szenario spielte sich etwas weiter nördlich in der Nähe von St. Michaelisdonn ab. Auch hier war es ein Kastenwagen, der ins Schleudern geriet und schlussendlich umkippte. Der 43-jährige Fahrer konnte sich selbst befreien und blieb zum Glück unverletzt.